Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All. Wir sind hier immer noch beim ersten Fall, müssten jetzt die Zeugenaussage vom guten Wellington anhören, was ich an jenem Tag sah. Ich war den ganzen Nachmittag im Park, völlig in Gedanken über mein Leben versunken. Wobei, nicht die Zeugenaussage. Wir fechten es gerade an. Hab ich ja vollkommen vergessen. Sie waren also den ganzen Nachmittag im Park, ja? Sie haben wohl eine Menge Freizeit. Ha, das war sehr grob von dir. Aber was kann ich schon erwarten? So sind eben Leute, die einen Abschluss von einer namenlosen, minderwertigen Uni haben. Namenlos? Minderwertig? Nun, das ist wohl hart für einen schwachsinnigen, breitköpfigen Pavian wie dich. Aber ich mache mir echte Sorgen um die Zukunft unseres großartigen Landes. Aber ich dachte, sie hätten gesagt, sie würden darüber nachdenken, an welche Uni. Ich bitte dich. An welche Uni ich gehen werde, wird sich unmittelbar auf die Zukunft des Landes auswirken. Dieser arrogante kleine Rotzlöffel. Ich kann mich gar nicht so richtig an die Zeit erinnern. Es war wohl nach 18 Uhr. Woher wussten Sie, wie spät es war? Wie ich sehe, tragen Sie keine Uhr, also... Ist das alles, was du drauf hast? Glaubst du, mich so in Misskredit zu bringen? Du bist ein drittklassiger Idiot. Ich kann wohl kaum Intelligenz von dir erwarten. Alter Falter, ey, was geht bei dem? Seine Arroganz ist unerträglich. Was mache ich jetzt bloß? Härte angreifen, Mann! Beantworten Sie die Frage. Woher wussten Sie, wie spät es war? Ich kann's nicht fassen, dass ein Wurm wie du mich nervt. Du bist oberflächlich, haust nur auf den Putz und zeigst zum Spaß auf Leute. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Ich versuche es sozusagen, dass auch ein drittklassiger Idiot wie du es versteht. Dort im Park war so ein kleines Ding, das man Uhr nennt. Vielleicht sagt dir das ja was. Hast du das mitbekommen? Weißt du, was eine Uhr ist? Sie zeigt dir die Zeit an. Wie Sie sehen können, Herr Wright, ist sie sogar auf diesem Bild des Tatorts. Oh, es ist also... Oh. Ich habe auf jene Uhr gesehen und ich wusste, wie viel Uhr es war. Allerdings, wenn du mich fragst, ist dieses Konzept vollkommener Blödsinn. Kein wahrhaftig erdklassiger Mensch lebt irgendwie ohne Uhr zu tragen. Welcher lächerlicher blablabla. Die Menschen irgendwas. Aha. Und noch ein weiterer Schwall bedeutungsloser Worte. Nennen wir es mal eine erstklassige Zeitvergeudung. Wie auch immer. Plötzlich fiel genau vor meinen Augen ein Polizist von oben herab. Oh nein. Und vorher wussten Sie, dass er ein Polizist war? Du hast offensichtlich keine Ahnung von meinen deduktiven Analysefähigkeiten. Mit einem einzigen Blick konnte ich erkennen, welchen Beruf er ausübte. Seine schäbige Frisurmarke und auch seine Krawattenknoten und die billigen Schuhe und... Ach, er hat eine Polizeiuniform getragen. Hätte er nicht mit dieser Äußerung anfangen sollen? Wow, das ist ziemlich beeindruckend. Hey Nick! Glaubst du, dass er auch herausgekommen oder dass er auch herausbekommen hat, was ich mache? Das habe ich ja nicht mal rausfinden können, oder nicht mal ich. Meine Güte. Ohne nachzudenken, blickte ich nach oben und direkt in die Augen einer jungen Dame. Sind Sie sicher, dass Sie Ihr Gesicht gut sehen konnten? Tiere haben dieses Ding, das man Augen nennt, Wright. Damit kann man sehen. Menschen haben sogar zwei davon. Ja, sogar du. Ist mir egal, ob ich Augen habe. Haben Sie Ihr Gesicht deutlich gesehen oder nicht? Darauf wollte der Zeuge gerade eingehen. Ich möchte beantragen, dass Herr Wright bei der Befragung seine Stimme etwas senkt. Stattgegeben. Herr Wright, bitte unterlassen Sie es, im Gericht laut zu werden. Dann sorgen Sie dafür, dass ich nicht laut werden muss. Meine Fresse. Bist du fertig? Ich würde gern fortfahren, wenn es dir genehm ist. Natürlich kann ich mich an ihr süßes Gesicht erinnern. Es war die hübsche Angeklagte dort. Okay, ich denke, so langsam werden wir auf die Fakten treten, bei denen er lügen wird. Vielleicht finden wir jetzt einen Widerspruch. Mal gucken.
Sind Sie sich also sicher, dass Sie sich nicht irren? Bitte, verwechsel dein jämmerliches Zugunglück von Leben nicht mit meinem. Aha. Ich bin ein weltbekanntes Markenprodukt und du nur eine billige Imitation. Es ist undenkbar, dass ein so großartiger Mensch wie ich einen Fehler begehen könnte. Natürlich, natürlich. Oh, natürlich. Ist dir noch irgendwas Bemerkenswertes aufgefallen, Zeuge? Ansonsten habe ich nur die Banane gesehen, die mit dem Polizisten runterfiel. Die Banane? Nun, es war eigentlich mehr als nur eine, eher ein ganzes Bündel Bananen. Nun, was hat denn ein Bündel Bananen hier verloren? Woher soll ich denn das wissen? Ich sage doch nur, was ich gesehen habe. Das ist wirklich seltsam. Maggie hat nichts von einem Bananenbündel erwähnt. Das ist es, Nick. Das mit den Bananen muss eine Lüge sein. Ja, das könnte sein, aber es gibt keinen Grund für ihn, fälschlicherweise zu sagen, dass am Tatort Bananen waren. Und wenn es keine Lüge war? Nun, vielleicht glaubte er, Bananen zu sehen und es war eigentlich was anderes? Wenn er etwas anderes für ein Bündel Bananen hielt, wäre das eine Ungenauigkeit. Denk nach, Phoenix, denk nach. Wenn meine Mandantin unschuldig ist, kann er das gar nicht gesehen haben. Was bedeutet, wenn wir irgendwie zeigen können, dass er lügt? Ja, genau das müssen wir tun. Sie hat recht, sie ist richtig clever. Wenn mir nur einfiele, wer sie ist. Ist alles in Ordnung, Nick? Meinen Namen kannst du übrigens in der Textbox da oben sehen. Ich heiße Maya, du kleine Schlampe. Alles klar, dann greifen wir das an. Nur die Bananen. Scheiße, oh nein. Ich dachte, da wäre noch eine weitere Aussage gewesen. Entschuldigung. Dann greifen wir bei den Bananen an, denn wir wissen ja, dass es keine Bananen sind, sondern es ist ein Baseballhandschuh. Und ich habe es halt auch schon direkt für eine Banane gehalten. Das ist nämlich das Gute daran, ne? Es sieht für mich genauso aus wie eine Banane und das ist halt der Grund, warum er auch dazu Banane gesagt hat. Ich frage mich aber trotzdem, warum sollten wir jetzt anfechten, dass es ein Baseballhandschuh ist oder dass es keine Bananen sind? Ich meine, es sieht aus wie eine Banane und was ändert das schon? Aber wir werden sehen. Wir werden schon sehen. Herr Wellington, ich denke, ich habe die Bananen, die Sie sahen, genau hier. Ach, du hast auch von den Bananen gewusst. Warum hast du das nicht früher gesagt? Aber glaub bloß nicht, dass du dadurch mehr Informationen bekommst. Da könnten sie sich täuschen. Herr Wright, was hat das zu bedeuten? Ist das nicht der Baseballhandschuh? Was? Ein Baseballhandschuh? Sieht der nicht lecker aus? Möchten Sie mal reinbeißen? Nein! Euer Ehren, ich denke, damit ist eine wichtige Tatsache bewiesen. Dieser Zeuge mag Bananen. Ich würde sagen, sieht schlecht. Übrigens, wie schlecht sind Ihre Augen eigentlich? Hä? Wie war's, du? Warum fragst du mich denn plötzlich danach? Euer Ehren, es ist doch nur ein leichter Fehler, den Handschuh mit Bananen zu verwechseln. Nein, das glaube ich nicht. Einspruch abgelehnt. Du bist einer von diesen Menschen. Ja, du weißt schon, was ich meine. Du bist wie die Galileo und das Weltbild zerstören und gewiss, es wird sich herausstellen, dass es ein Handschuh war, keine Bananen. Allerdings aus der Ferne betrachtet könnte man daran zweifeln, oder etwa nicht? Und genau deswegen habe ich sie gefragt, wie schlecht sie sehen. Ich bin auf beiden Augen extrem kurzsichtig. Ganz schön schlimm, stimmt's? Warum tragen Sie Ihre Brille heute eigentlich nicht? Aha! Das liegt daran, dass ich sie kürzlich verloren habe. Natürlich hatte ich vor, mir sofort eine neue Brille anfertigen zu lassen. Aber wissen Sie, meine Brille ist etwas außergewöhnlich. Sie zu ersetzen ist Was war, als Sie den Mord sahen? Trugen Sie da Ihre Brille? Aha! Wie sieht's aus, Zeuge? Du bist ein unabgiebiger, boshafter Mann. Du bist wie einer von denen, die Johanna, sie war tapfer und mutig und ließ sich dann erschrecken und dann hatte sie irgendwie... Was letztlich nichts anderes bedeutet, als dass sie zur Tatzeit keine Brille trugen. Daraus folgt, dass die Frau am Tatort und die Angeklagte ein und dieselbe Person sein soll. Kann durch diesen Zeugen nicht bewiesen werden. Oh. Aber der Höhenunterschied betrug nicht mal 3 Meter.
Es war ihm also durchaus möglich, das Gesicht der Angeklagten oben zu erkennen. Zeuge, bitte präzisieren Sie Ihre Aussage. Bedenken Sie, dass es um das Leben einer Frau geht. Ja, euer Ehren. Nun denn, bitte fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Aber bitte sagen Sie dem Gericht, was passierte, nachdem der Mord geschah. Zeugenaussage, was als nächstes geschah? Das Mädchen auf dem Weg rannte weg, als sie mich sah. Anschließend habe ich sofort bei der Polizei angerufen, um das Verbrechen zu melden. Es muss so gegen 18.45 Uhr gewesen sein, als ich anrief. Die müssen viel Zeit haben, denn sie waren schon noch etwa 10 Minuten da. Die Person, die sich auf dem oberen Weg befand, sah sie also und rannte dann weg. Ja, das stimmt. Weswegen selbst jemand mit einem nicht so überragenden Hirn wie dem meinen kapiert, dass dieses Mädchen die Mörderin ist. Okay? Okay. Sie können den Zeugen jetzt befragen, Herr Wright. Okay, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn fast. Das dauert nicht mehr lange. Was als nächstes geschah? Kreuzverhör. Das Mädchen auf dem Weg rannte weg, als sie mich sah. Sie rannte weg. Einfach so? Ja, genau. Sie sah mich und floh aus dem Nest, wie der schuldige Vogel, der sie ist. Ach, tut mir leid. Ist das so schwierig formuliert für einen mit drittklassiger Ausbildung? Da musste ich tatsächlich einen Moment überlegen. Nun, wenn sie weglief, als sie sie sahen, wie konnten sie meine Mandantin erkennen? Der Zeuge hat diese Frage schon beantwortet. Er hat ausgesagt, dass die Angeklagte die Schuldige ist. Das stimmt. Herr Wright, ich lasse Ihre Frage aus dem Protokoll streichen. Wie kann ich mehr Informationen aus ihm herausbekommen? Anschließend habe ich sofort bei der Polizei angerufen, um das Verbrechen zu melden. Sofort? Inwiefern? Unverzüglich. Ich meine, gewiss, möglicherweise verging eine Minute, aber das ist die Pflicht jedes Bürgers. Würde das an deiner lausigen Schule nicht gelehrt? Glauben Sie etwa, dass das an der Uni gelehrt wird, wie man die Polizei ruft? Hey, Nick, ich glaube, du solltest mal einen Blick in die Gerichtsakte werfen. Hä? Es muss so gegen 18.45 Uhr gewesen sein, als ich anrief. Ja, ich glaube, so langsam haben wir ihn im Sack. Ich glaube, es ist so eine Sache der Uhrzeit. Wir gucken aber nochmal nach. Woher wissen Sie, wie spät es war? Dieser Inspektor hat es mir gesagt. Du weißt schon, wen ich meine. Der mit der Jacke, mit der er aussieht wie einer, der keinen Schulabschluss vorweisen kann. Hey Junge, ich habe einen Abschluss von einer erstklassigen Universität. Ich glaube das nicht. Das ist egal. Ich denke, ich habe mich nicht geirrt, was die Zeit des Anrufs betrifft. Aha. Und falls ich falsch liegen sollte, kann dieser Inspektor wohl nicht die Uhr lesen. Was? Also wirklich? Du bist so ziemlich das armseligste Bürschchen. Ich denke, das Gericht versteht Sie. Nun, wie hat die Polizei reagiert? Die müssen viel Zeit haben, denn sie waren schon nach etwa 10 Minuten da. Sie behaupten also, die Polizei sei um 19 Uhr bereits am Tatort gewesen? Sie war schon früher da, glaube ich. Zu dieser Tageszeit sind für gewöhnlich nicht viele Leute in dieser Gegend. Aber plötzlich, ehe ich mich versah, tummelten sich überall Menschen und gafften. Das sagt sicherlich einiges über die Moral der Menschen in diesem Land aus. Ich kann in seiner Aussage nichts Außergewöhnliches finden. Warum siehst du nicht nochmal in die Gerichtsakte? Hallo? Hallo, ein Schwein? Ja, ich denke, das sollte ich tun. Alles klar. Das war doch hier die Stelle, meinte doch Maya, ne? Deswegen gucken wir mal. Schauen wir mal auf den Autopsiebericht. Das kann ja nicht hinkommen, ne? Wir sehen, der Todeszeitpunkt war 18.28 Uhr. Ne? Und er hat um 18.45 Uhr angerufen. Wenn wir uns jetzt mal seine andere Aussage anschauen. Sofort, ja? Sofort. Das kann nicht sein. Das muss die Aussage sein, die ich anfechten kann. Deswegen gib ihm! Herr Wellington, würden Sie das bitte mal sich anschauen? Sie meinen den Autopsiebericht des Opfers? Laut dieses Berichts
wurde der Mord um 18.28 Uhr verübt. Ja, und? Sie haben gesagt, Sie hätten die Polizei unmittelbar nach dem Mord angerufen. Allerdings war es bereits 18.45 Uhr, als Ihr Anruf bei der Polizei einging. Hier gibt es eine deutliche Lücke von 17 Minuten. Streiten Sie das ab? Oh. Ich denke, das Gericht würde gerne hören, was Sie in diesen 17 Minuten gemacht haben. Oh. Der Zeuge hatte einen Schock, nachdem er diesen grausamen Mord ansehen musste. Es ist doch nur allzu verständlich, dass er etwas benommen war. 17 Minuten würde ich nicht unbedingt als etwas benommen bezeichnen. Oh Mann. Herr Wellington? Ja? Erklären Sie uns das. Was haben Sie in diesen 17 Minuten gemacht? Oh. Beantworten Sie die Frage. Ich meine... Spucken Sie es aus! Ich habe eine Telefonzelle gesucht. Eine Telefonzelle? Wollen Sie damit sagen, Sie hätten kein Handy gehabt? Aha. Sie und Ihre Fragen. Als ob Sie eine Matroschka-Puppe völlig zerlegen wollten. Sie glauben wohl tatsächlich, Sie seien etwas Besonderes. Zeuge! Ich habe mein Handy verloren. So, bist du jetzt glücklich? Sie haben es verloren? Unglaublich! Sie verlieren erst Ihre Brille, dann Ihr Handy. Sie müssen ziemlich schusselig sein, was Ihr Hab und Gut betrifft. Was? Dürfen erstklassige Menschen denn nicht auch mal etwas verlieren? Haben Sie noch nie etwas davon gehört, dass alle Genies, und da ich einmal eine Marotte bin, heißt das, dass ich ein Genie bin? Sie können mir nicht folgen. Ich denke, einfach gestrickte Menschen wie Sie können das nicht verstehen. Genug jetzt! Oh Mann. Warten Sie, einen Moment mal. Er hat sein Handy verloren? Nick, dieses Handy, könnte das? Du meinst dieses Handy, das Maggie gefunden hat? Das kann nicht. Oh Mann, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Weiter befragen, Alter. Wir haben ihn fast. Herr Wellington, wo ist die Handy denn jetzt? Oh. Hey, was war denn die ganze Aufregung? Du scheinst etwas verwirrt zu sein. Ich habe mein Handy gefunden. Du musst wissen... Siehst du, hier ist es. Oh, ich verstehe. Hm, sieht so aus, als hätte er sein Handy. Und ich dachte, vielleicht wäre das hier seins. Hm. Nun denn, ich glaube, diese Sache hätten wir geklärt. Zum Zeitpunkt des Mordes hatte der Zeuge sein Handy nicht, weil er es verloren hatte. Deswegen verzögerte sich sein Anruf, weil er erst noch eine Telefonzelle suchen musste. Ja, das wär's im Wesentlichen. Ich denke, man könnte es durchaus so formulieren. Haben Sie noch weitere Fragen, Herr Wright? Da gibt es doch noch was. Doch, ich bin mir sicher, da gibt es was. Euer Ehren, die Aussage des Zeugen ergibt keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass der Zeuge nach einem Telefon suchen musste. Was erlaubst du dir? Sie können nicht einfach ungeheuerliche Behauptungen aufstellen. Wo ist der Beweis? Nun ja, natürlich. Dieser Beweis sollte wohl reichen, denke ich. In Ordnung, dann legen Sie mal Ihren Beweis vor. Bitte legen Sie den Beweis vor, dass der Zeuge keine Telefonzelle suchen musste. Ich würde sagen, es ist das Handy. Ne? Das wäre erstmal mein erster Anhaltspunkt. Der zweite, ich gucke mal vielleicht aufs Tatortfoto, vielleicht kann man da noch was drauf erkennen. Ha! Haha! Haha! Da ist eine Telefonzelle, da ist eine Telefonzelle, Mann! Bitteschön! Es ist eigentlich ganz einfach. Sehen Sie sich das bitte mal an. Das Tatortfoto? Gibt's ein Problem damit? Ach, das Foto selbst ist völlig in Ordnung. Wenn Sie es jedoch angesehen haben und mir nicht folgen können, haben Sie ein Problem. Nein! Es ist eine Telefonzelle! Das stimmt! Der Zeuge hätte gerade mal 3 Schritte machen müssen. Herr Wellington, warum haben Sie nicht das Telefon benutzt, das direkt vor Ihrer Nase war? Oh. Ruhe! Was beweisen Sie denn damit, dass das Verbrechen etwas verspätet gemeldet wurde? Der Zeuge kann nicht erklären, was er in diesen 17 Minuten gemacht hat. Das ist Grund genug, Zweifel an seiner Aussage zu haben. Ja. Das stimmt nur allzu sehr. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen, Zeuge? Oh.
Dann wette ich, dass dieses Handy wirklich seins ist, Nick. Er muss Dustin getötet haben, um das Handy zurückzubekommen. Aber Maggie hat gesagt, dass sie es ihm zurückgeben wollte. Deshalb hatte er keinen Grund, ihn deswegen zu töten. Und darüber hinaus haben wir das Handy noch, das sie gefunden hat. Aber falls er nicht sein Handy gesucht hat, hat er vielleicht nach etwas anderem gesucht. Hat er... Herright! Ja, euer Ehren? Möchten Sie dem Gericht vielleicht Ihre Überlegungen mitteilen? Haben Sie eine Erklärung dafür, was der Zeuge in diesen 17 Minuten getan hat? Ja, habe ich. Es gibt nur eine Möglichkeit und eine mögliche Erklärung dafür. Na schön, dann wollen wir Ihre Erklärung mal hören. Seien Sie allerdings gewarnt, dass Sie im Falle einer nicht überzeugenden Erklärung bestraft werden, Sie böser Bub. Denken Sie also gründlich nach, ehe Sie etwas vorlegen, Herr Wright? Ja, euer Ehren. Oh fuck, Alter, ich hätte nicht sowas sagen sollen, dass es nur eine Möglichkeit gibt. Legen Sie dem Gericht dieses eine Beweisstück vor, das Folgendes beantwortet. Warum hat der Zeuge die Polizei nicht sofort angerufen? Das ist eine gute Frage. Wegen der Brille kann es nicht sein. Die Brille wird kein Grund dazu sein. Ich würde sagen, es ist das Telefon. Ne? Es ist doch sein Handy, würde ich sagen. Ihr müsst wissen, Phoenix hatte das Handy doch schon im Intro gehabt. Im ersten Part hatte er das schon. Und naja. Ich würde mal sagen, das wird der Grund sein. Gib ihm, in den Arsch. Vielleicht ist das der Beweis, der sie überzeugt. Hä? Vielleicht? Aha, das war nur so eine Idee, die einfach raus musste. Verdammt. Ich schlage vor, dass sie vielleicht einen besseren Beweis finden sollten. Ja, natürlich, euer Ehren, sorry. So, jetzt werden sie erstmal bestraft. Jetzt kriegen sie eine Kockschelle. Autsch, das war irgendwie geil. Verdammt! Warum hat er nicht sofort angerufen? Warum? Wieso hat er nicht direkt angerufen? Die Namensliste. Eine Liste von Schwindlern mit Telefonnummern, die auf dem Handy waren, das Maggie fand. Das hat ja jetzt noch nichts damit zu tun, weil das macht jetzt keinen Sinn, weil wir kamen bis jetzt noch gar nicht darauf zurück. Ich habe eine Idee. Weil er Maggie da auf den Boden schreiben muss, bevor er die Polizei gerufen hat. Das wäre der Grund, oder? Weil in den 17 Minuten kann ich mir schon vorstellen, dass er erstmal den Namen Maggie auf den Boden schreiben musste. Wenn das nicht der Grund ist, dann habe ich keine Ahnung. Willst du mich verarschen? Willst du mich eigentlich komplett ist das dein Ernst? Das kann doch nicht sein. Hä? Was soll denn das? Dann wähle ich mal die Brille aus. Ich weiß zwar nicht, was das irgendwie zu bedeuten hat. Vielleicht muss ich ja irgendwie auf Personenprofile gehen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Alter. Das ist total komisch. Ob es jetzt die Brille ist? Also ganz ehrlich, Leute, seid mir bitte ehrlich. Ich fände meine Erklärung total plausibel, den Namen zu schreiben. Aber wahrscheinlich ist es viel zu, naja, ne? Keine Ahnung, dann hatten wir dafür auch keinen Beweis. So, wir haben das Handy durchgegeben. War nicht richtig. Dann muss es doch die Brille sein, oder nicht? Ich bin mir sicher, es ist die Brille. Keine Ahnung. Wir geben es mal durch. Vielleicht klappt es ja. Keine Ahnung, Alter. Herr Wellington. Warum auch immer es die Brille ist, aber okay. Was? Tu das nicht. Ich hätte bereits einen Herzinfarkt erlitten können. Ein Herzinfarkt, nicht ein Herz. Was habe ich gerade eben gesagt? Herzinfarkt? Bist du jetzt eine Hausfrau oder was? Was war eine Hausfrau oder was? Naja. Das ist ihre Brille, richtig? Ah, woher hast du die gefunden? Ich glaube, das Gericht hat gehört, was sie gerade gestanden haben. Dass diese Brille tatsächlich ihnen gehört. Ich werde Ihnen sagen, wo sie gefunden wurde, Herr Wellington. Diese Brille wurde unter der Leiche des Opfers gefunden. Unter der Leiche des Opfers? Ruhe! Ruhe! Nun, Moment mal. Also, halt. Ich habe nichts gestanden oder bestätigt.
Euer Ehren, ich denke, die Antwort ist doch ganz klar und eindeutig, oder? Als Dustin Prince fiel, griff er sich die Brille des Täters. Der Täter wusste, dass er seine Brille finden musste und suchte sie verzweifelt. Er merkte nur nicht, dass sie sich unter der Leiche des Opfers befand. Und deswegen brauchte er 17 Minuten, um diesen Anruf zu machen. Herr Wright, bezichtigen Sie den Zeugen, der eigentliche Mörder zu sein? Natürlich, genau das tue ich. Okay, eine neue... Ja, die Musik ist auch cool. Ich finde zwar... Ja, wobei, auf die Musik kommen wir später noch zu sprechen. Ich weiß, dass ich recht habe. Er ist der tatsächliche Mörder. Hast du es gelöst, Nick? Mehr oder weniger. Sieht so aus, als wäre dieses Handy doch der Schlüssel zu diesem Fall. Wie auch immer, das ist jetzt die Chance, diesen Typ über Bord zu werfen. Ich werde ihn mit nur einem Schuss versenken. Ja, es ist so aufregend, dich wieder bei der Arbeit zu sehen. Irgendwie bin ich jetzt wieder ganz so wie früher. Jetzt kommt's drauf an. Es steht auf des Messers Schneide. Das ist der Moment, auf den ich gewartet habe. Ruhe, Ruhe! Euer Ehren, der Verteidiger macht dieses Gericht lächerlich. Ohne solide Begründung beschuldigt er den Zeugen, der Mörder zu sein. Ja, das stimmt. Ich bin kein Verbrecher. Dieser drittklassige Schwindler von einem Anwalt. Warum betrachten wir das Ganze nicht einfach aus einer anderen Perspektive? Wir würden gerne Ihre Erklärung hören, warum Sie nicht der Mörder sind. Nun, das ist einfach. Also zum Beispiel, das ist der Name, den das Opfer schrieb. Was ist damit? Ach, Sie meinen den Namen Maggie? Ja, selbst ein Idiot wie du kann das lesen, oder? Aber wir wissen doch bereits, dass das Opfer das nicht geschrieben hat. Schließlich schreibt sich der Name der Angeklagten Maggie und das Opfer war Linkshänder. Sie behaupten also, um der Angeklagten die Schuld zuzuschieben, schrieb der wahre Mörder ihren Namen mit der rechten Hand des Opfers auf den Boden. Aber... Würde das nicht heißen, dass der wahre Täter jemand war, den die Angeklagte kannte? Wie hätte diese Person sonst wissen können, dass ihr Name Maggie war? Das ist ein gutes Argument. Der Zeuge kannte Frau Bird vor dem Prozess nicht einmal. Ah, das hatte ich vergessen. Es gibt irgendeine Möglichkeit, dass dieser Idiot Maggies Namen schon... Gab es irgendeine Möglichkeit, dass dieser Idiot Maggies Namen schon kannte? Es gibt eine... Nein! Scheiße, ich wollte auch... Nein, ich wollte aufs Untere gehen. Scheiße. Nick, du darfst dieses Ekel nicht davonkommen lassen. Denk nochmal richtig nach. Oh mein Gott, ich dachte jetzt erstmal, ich krieg irgendwie Damage oder so. Ich krieg wieder Cockschellen vom Richter oder so. Meine Fresse. Wow. Es gibt eine Möglichkeit. Würdet ihr... Vorher hätte der Zeuge den Namen der Angeklagten kennen können. Alter, jetzt habe ich zwar alles geskippt, das tut mir leid. Aber so viel auf jeden Fall dazu. So, ich würde mal sagen... Vielleicht das Telefon selber. Maggie fand es im Park. Sie kontaktierte den Besitzer. Aber er tauchte nie auf. Vielleicht hat er das ja gehört. So, hi, hier ist Maggie, du alte Sau und so. Vielleicht. Oder was ist die Liste? Aber obwohl die Liste, Alter, von Schwindlern mit Telefonnummern. Ich weiß nicht. Das wäre das letzte Puzzleteil, ne? Ich denke, das wäre das letzte Stück, was wir irgendwann vorzeigen müssten. Eine Liste von Schwindlern mit Telefonnummern, die auf dem Handy waren, das Maggie fand. Ich zeig mal das Handy vor. Herr Wellington, Sie hatten am Tag des Mordes Ihr Handy nicht dabei, oder? Was wäre denn, wenn ich es nicht dabei hatte? Als Sie bemerkten, dass Sie es verloren hatten, was haben Sie da getan? Was ich getan habe? Haben Sie nicht versucht, es zu finden, indem Sie es anriefen? Woher? Wie hast du... Euer Ehren, diese Fragen haben nichts mit dem... Abgelehnt. Herr Wright, wohin soll diese Richtung der Befragung führen? Glauben Sie, dass zwischen dem Handy des Zeugen und dem Mord eine Verbindung besteht? Das glaube ich, Euer Ehren. Am Tag des Mordes hob Maggie Bird im Park ein verlorenes Handy auf. Und... Sie wurde vom Besitzer des Handys angerufen.
Hallo? Ach, danke schön. Ich habe mein Handy schon gesucht. Ist das Ihres? Ach, da bin ich aber froh. Wir können uns treffen und ich gebe es Ihnen. Ich werde gleich dort sein. Tut mir leid, ich habe den Namen nicht verstanden. Sagen Sie einfach Maggie zu mir. Ich hatte diese Szene noch im Kopf. Ich hatte diese Szene echt noch im Kopf. Dabei haben Sie erfahren, dass sie Maggie heißt. Aber Sie haben einen fatalen Fehler gemacht. Einen fatalen Fehler? Der Name der Angeklagten ist Maggie, aber auf dem Boden steht Maggie. Zu diesem Fehler konnte es nur kommen, wenn man den Namen nur gehört hatte. Ruhe, Ruhe! Aber euer Ehren, der Zeuge hat kein Motiv. Und was wollen Sie damit sagen? Das ist ganz einfach, euer Ehren. Man bringt in der Regel niemanden ohne Grund um. Herr Wellington hatte keinen Grund, jemanden umzubringen. Das stimmt genau. Ich habe kein Motiv. Herr Wright. Euer Ehren? Können Sie erklären, welches Motiv dieser Zeuge gehabt haben könnte? Das ist ganz einfach, euer Ehren. Und warum das so einfach ist, das finden wir im nächsten Part raus, meine lieben Freunde. Und von daher gesehen, macht's gut. Haut rein. Ciao.